Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Sims 2 und ich hoffe, dass es jetzt einfach funktioniert. Ich versuche es schon seit einiger Zeit, dass es hier irgendwie funktioniert und deswegen passt es hier mit den Einstellungen auch noch nicht ganz. Ich versuche gleich das umzustellen. Wir gehen mal in Veronaville rein. Es war ein Krampf, das jetzt so zu machen und so, deswegen... Ja, ich hoffe, dass wir das gleich hier noch auf Vollbild kriegen. Änderung annehmen, bitte. Yeah! Es funktioniert. Yes, danke. Oh mein Gott, das ist so viel kleiner jetzt. Ich habe früher in Veronaville gespielt, deswegen müssen wir das jetzt auch machen. Ich würde sagen, wir erstellen erstmal eine Familie. Weil ihr wisst, ich liebe den Creative Sim. Ich bin so froh, dass es jetzt funktioniert. Und sogar auf Deutsch. Weil als ich noch die alte Festplatte drin hatte, habe ich es auf Englisch installiert. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Hier gibt es noch gar keinen Randomize-Button. I hate it here. Oh mein Gott, das ist kein schwarzer Dings. Das war nämlich auch immer so eine Sache. Ich bin ja nicht so kreativ, Leute. Da kann ich mich nicht erinnern. Ich musste immer nachdenken. Das Kind war jung, kreativer als heute. Nennen wir sie Sophie. Das ist immer voll da drin, das ist irgendwie nicht so geil. Oh mein Gott, diese ganzen Sachen anzugucken, ne? Also ich meine, die ganzen Sachen, die so mit Packs kamen und so, die kenne ich ja gar nicht. Ich kenne halt nur diese ganzen Base-Game-Sachen. Ich habe ja immer nur mit Base-Game gespielt damals als Kind. Ah, das war ja das erste Spiel, was ich so gespielt habe und so. Oh, ich habe diese Frisur 24/7 benutzt. For real, ey. Aber die ist auch süß. Ich will hier absolute Oldschool-Vibes haben. Let's go. Ich nehme hier nichts, was ich nicht kenne. Ach ja, wenn man das hier drückt, dann bubbelt das ja immer so hin und her. Das ist geil. Du kannst blaue Augen haben, süß Maus. Oh mein Gott. Das Make-up war auch ein bisschen wild. Daran kann ich mich noch erinnern. Am besten nimmt man eigentlich gar kein Make-up, weil das teilweise einfach richtig weird aussieht. Man muss auf den Sim klicken zum Drehen, sonst kann man ja immer so überall, aber es geht ja nicht. Das ist irgendwie süß. Oh, das ist okay als Make-up. Das stand nicht einverstanden. Kleidung, ey. Ich hab richtig Flashback. Jetzt kam ja gar nicht so viel Kleidung dann dazu, ne? Ich habe das hier oft benutzt tatsächlich. Also ich anscheinend stand ich schon immer auf Goff. Das habe ich auch richtig häufig benutzt. Und dieses hier bei Hosen habe ich ganz häufig diese benutzt. Oder diese hier in Pink, genau. Da kam definitiv mehr dazu. Spannend. Oh mein Gott, da kam sehr viel mehr dazu. Diesen Trainingsanzug habe ich auch 24/7 benutzt einfach. Aber in allen Farben, die es gibt. Das habe ich, glaube ich, auch relativ häufig benutzt. Das ist ja süß. I love it. Das ist ein sehr cooles Outfit tatsächlich. Ja, sonst keine Ahnung. Ich nehme jetzt das ja auf jeden Fall als Alltagsoutfit. I love it very much. Abendkleidung. Also ich mache jetzt ein bisschen schnell, weil... Ne, also wir wollen ja auch noch ein bisschen was sehen. Also ich meine, wir werden jetzt nichts Krasses machen in dem Sinne, aber... Das ist auch cute. Stimmt, hier konnte man ja Unterwäsche und Schlafanzüge getrennt machen. Also das war eigentlich richtig sinnvoll. Weil dann konnte man mal auswählen, ob man entweder Unterwäsche schlafen möchte oder den Schlafanzüge. Diese Unterwäsche habe ich sehr häufig gegeben, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ganz ehrlich, ich gebe ihr die auch, weil die steht ihr gut. So, als Schlafanzug das hier einfach. Als Badeanzug habe ich den so oft vergeben. So viele Badeanzüge, Sims 4 could never. Oh, und den habe ich auch aufgegeben. Sportkleidung, wie gesagt, da habe ich ja meistens halt diesen Sportanzug gegeben, ne? Aber wir gönnen uns jetzt mal hier was aus dem Pack. Ich habe keine Ahnung, welches Pack das ist, aber es sieht voll cool aus. Hä? Also manche Sachen sind nicht so gut gealtert, aber das hier geht eigentlich gerade richtig fit. Outdoor-Kleidung dürfte ich eigentlich nicht kennen. Genau, weil das kam ja dann alles mit Season. Nice girl, I love it. Und das ist auch so geil einfach, ne? Also, diese, also die Streben sind halt alle ganz nett, es gibt halt leider nur 6. Das ist halt ein bisschen sad. Laufbahnromantik, because we love Romantik. Und dann gibt es ja die Sternzeichen, dann konnte man ja hier immer so einstellen, ja, wie viel ist sie das und das und das. Das ist so geil. Okay, yeah. Okay. Dann Antörner, oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, kam das mit einem Pack dazu? Ich weiß das gar nicht so genau. Weil, also, ich wusste, dass es das gibt, aber ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass ich damit... oder ich gespielt habe. Kann aber auch einfach sein, dass ich die Funktion nicht gefunden habe. Oder dass es halt irgendwie mit Late Night oder sowas kam. Aber sie mag blondes Haar und Unterwäsche. Da sehe ich sie. Und sie mag keinen Gestank. Ihr Name ist Gray. Ich kann mich
Und ich möchte eine Katze erstellen, bitte. Das ist ganz wichtig. Oh, Mimi! Kann ich die Katze einfach Mau nennen? Oldie, oh. Was bist du für eine Mausi? Es ist eine Katze, ich weiß. Aber Mausi. Ich will die gar nicht ändern. Die ist so süß. Mausi. Oh, ein Halsband kann ich geben. Also ich glaube, ich habe mit Haustiere einmal gespielt, weil wir das irgendwie geliehen bekommen haben. Oh mein Gott, ja, eine schlaue Katze möchte ich. Unabhängig ist in Ordnung. Penibel. Hm, weiß ich nicht. Ach, nehmen wir so. Wir nehmen sie so. Oh. Ich möchte die Familie einfach annehmen. Süß. I love it so much. Can you tell, wie groß diese Stadt ist? Und dann kommt es uns hier. Also ich weiß, man kann es halt irgendwie nicht so ganz vergleichen, aber irgendwie auch doch. Und das ist immer so ein bisschen sad dann. Wo möchte ich denn hinziehen? Ich glaube, ich nehme dieses Haus. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir hier raus ein Let's Play oder sowas machen sollen, oder? Also, keine Ahnung, wenn ihr Bock auf ein Sims 2 Let's Play habt, I'm down. Ich kann mir eher vorstellen, dass man so zwischendurch einfach mal reinschaut und irgendeine Scheiße macht. Oh, diese Animation, das ist so süß eigentlich, ne? Oh, ja. Was wünscht sie sich? Sie wünscht sich einfach direkt Techtelmechtel. Da sehe ich sie auf jeden Fall. Was wünscht sie sich so? Ein Doppelbett kaufen. Unbekannten Sim treffen? Job in der Faulenzer-Karriere kriegen. Haben wir hier keine Möbel? Oh. Das war dafür ganz schön teuer. Na gut, dann kaufen wir eben Möbel. Wir haben nicht mal einen Kühlschrank. Hier ein Kühlschrank. Wir nehmen mal so einen. Gibt ja gar nicht so viele Betten tatsächlich. Und sowas wünsche ich mir eigentlich für. Ich habe immer dieses Rote genommen. Ich weiß nicht wieso. Mit Swatches finde ich eigentlich gut. Weil in Sims 4 kannst du ja. Ist das ja so dann zusammen immer. Hier kannst du dir das ja aussuchen, so, ne? Und das Umfärben später kostet dann ja auch Geld. Das ist eigentlich richtig gut gemacht. Nehmen wir das. Gebe ich dir jetzt auch einen Tisch und Stühle. Den hier. Mm. Oh ne, Move-Objekt funktioniert ja hier noch gar nicht so. Da kann man das ja nur da reinstellen. Das triggert mich jetzt gerade schon wieder richtig. Also es gibt schon Quality of Life Changes, die mit den späteren Teilen dazu kamen. Aber trotzdem sind zwei, hat einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich habe immer diese Stühle benutzt, ne, immer. Die passen alle, die matchen dazu nicht, das geht doch nicht. Ja stimmt, die hatten ja hier noch ein Komfortbedürfnis. Das war ja noch wichtig damals. Nehmen wir den. Das triggert mich so hart, ne? Das triggert mich so hart. Ah! Lol, ein Zelt. Wild. Das ist so wild, was es alles gibt, ne? Ich habe immer meine Sims malen lassen. Ganz viel. Okay, das ist, glaube ich, erstmal in Ordnung. Sie hat einen Wunsch gehabt, ganz toll. Oh, ich habe für die Katze noch nichts besorgt. Vielleicht sollte ich das noch tun. Sie kriegt einen Napf in Pink. Ich hab keine Ahnung, ob die Katze ein Hund oder ein Mädchen ist, wollte ich gerade sagen. Hier, bitte cancelt mich nicht, danke. Ich weiß nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich habe nicht darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, man kann ja Autos haben. Sims 4 could never. Mit deinem Katzbaum. Mein Katzpalast. In blau. Kein Geld mehr. Hauptsache, Katzbaum. Ich weiß nicht, wohin damit, weil eigentlich ist das überall scheiße. Warte, da ist der perfekte Spot. Ich habe noch 16 Simoleons und bin reich. Sie möchte flirten. Nice. Geht's der Katze denn soweit gut? Sag mal an. Ja. Oh, Evi. Süß. Oh, sie spielt direkt mit Mau. Floor Bob. I love this game so much. Die Katze so. Ich freue mich. Süß. I love it so much. Dieses Spiel, ne? Lol, die Katze denkt daran und sie so. Okay. Ich wusste, dass ich das noch machen wollte. Sophie, und da kann man hier noch nachgucken, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Hallo? Süß. Eingezogen. Nee, steht hier, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ah! Ich habe rausgeklickt. Alles gut. Wir starten im Sommer anscheinend. Okay.
Ich bin sehr froh, dass ich Kunst- und Handarbeitaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht. Oh, Mausi. Ich habe sie Nau genannt. Statt Mau. Das ist irgendwie noch geiler. Sie möchte nicht, dass... Okay, die ganzen Sachen ablehnen. Und sie möchte nicht, dass Nau von einem Stinktier bespritzt wird. Ach, hier steht das. Maus, Nau. Ich wollte gerade Maus sagen, nein. Nau ist ein Mädchen. Ich hoffe, wir kriegen bald unsere Zeitung, weil wir brauchen irgendwie einen Job. Weil mit 6 Simoleons ist das hier nicht so pralle. Das macht Nau so. Ich habe diese Katze einfach Nau genannt. Ich bin so dumm. Sims 4 could never. Also gute Quality. Sophie hat genug Begeisterung für Kunst und Handarbeit entwickelt, um mit anderen Sims darüber zu reden. Sophie, Girl. Oh, 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 oh. Da ist jemand. Hallo, ich bin... Was? Ich bin Herr Hampel und ich bin gekommen, um dir ein großartiges Geschenk zu machen. Die Kiste enthält umwerfende und bezaubernde Sims-Wunder, die du mehr als verdient hast. Öffne sie schnell. Ich habe gesagt, du sollst sie öffnen. Oh. Kann ich dir... Ich kann dem leider nicht Hallo sagen. Ich wollte dem Hallo sagen. Rod Hampel. Öffnen. Oh, das ist eigentlich so süß mit diesem kleinen Pop-Up, dass da halt irgendwelche Menschen sind, ne? Hey, I love this game so much. Das Beste ist eh das Memory-System. Herr Hammer schenkt dir deine Familie einen neuen Computer. Wild? Vielleicht sind die Maschine und das dazugehörige Spiel ja ein gutes Omen. Der Computer wurde in deinem Inventar abgelegt. Tatsächlich, aber ich habe leider keinen Schreibtisch. Hatte ich Mitglied des örtlichen Gartenvereins und dachte, ich komme mal vorbei, um dir etwas über unseren Verein zu erzählen. Wir kommen jederzeit gerne zu dir, um deinen Garten zu inspizieren und bewerten, aber ich empfehle dir, ihn erst zu verschönern. Sieh dir dazu einmal die neue Gartenabteilung im Baumodus an. Kann ich mit dem reden wenigstens? Ja! Begrüßen? Küsschen, Schätzchen. Nein, wir begrüßen ihn einfach ganz normal. Angelo Langer. Und dann reden wir, wir plaudern. Sie will ja auch mal Trank kaufen. Pflanzenwerkus. Unterhalten, Witze. Umarmen, süß. Kann sie einfach nicht schon. Sie kennt. Es ist halt ein bisschen unübersichtlich. Not gonna lie. Gestikulieren? Achso. Geschichte erzählen? Fragen? Nach Anteilen, bitte. Sie möchten eine Bar kaufen. Wäre es nicht sinnvoll, einen Schreibtisch zu kaufen? So? Ich weiß ja nicht. Kann ich irgendwie der Kaffee oder so auf dem Dock besorgen? Also ich habe ja ab und zu mal ein Gameplay-Video von jemand anders gesehen. Mal. Oh, so viel, ne? Die verstehen sie. Wir können ja auch mal mit spielen. Süß. Süß. Nau sitzt hier. Oh. I love you so much. Flirten? Wir können ja trotzdem mal Sim abchecken. Wir alle begrüßt und Bonbon auch. Schlechte Chemie. Oh. Ey. Können wir ihm sagen, nein? Ausschimpfen für Möbel zerstören. Das ist nicht in Ordnung. Bonbon ist ja an sich ein süßer Baubau, aber sowas machen wir hier nicht. Ja, das findet er nicht so toll. Oh. We love the animation. Hallo, das ist von meiner Katze, das Essen. Wo ist Nau überhaupt? Robert Bosch. Was tut sie? Sie müsste so langsam mal pissen. Oh, irgendwie doof, dass das Klo oben ist, ne? Da geht hier nur die Kamera aus und... Ja. Das beschreibt aber eigentlich die Sims 2, die Erfahrung mit Sims 2. Es ist in Ordnung, also ich meine, wir haben jetzt ja nichts Besonderes gemacht, to be honest. Nur, leider ist Nau und Sophie nicht gespeichert. Das ist ein bisschen doof, aber ansonsten habe ich mich gefreut, dass wir jetzt hier wieder in dieses Spiel reinkommen konnten. Und wie gesagt, also wenn ihr mehr Sims 2 Content wollt, dann können wir das gerne machen. Ansonsten spiele ich halt privat, kein Ding. Ja, und damit würde ich jetzt einfach sagen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefreut, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Mich hat das auf jeden Fall gefreut. Und ja, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!